Ja, die neuen Leibniz Ruby mit Schokoladenkuvertüre befinden sich jetzt hier im Test bei mir und es gab das Video schon mal und wir müssen jetzt hier über ein paar Sachen sprechen bezüglich Schokolade oder Kuvertüre. Was ist besser und was hat Foodtorf neulich falsch gemacht? Also Film ab und viel Spaß. Ja, es sei direkt gesagt, das ist hier eigentlich der zweite Test zu den Leibniz-Ruby-Keksen. Den ersten Test, den gab es schon, den habe ich dann aber offline genommen, weil es da Verwirrung gab von wegen, was besser und was schlechter ist bezüglich Schokoladenkuvertüre. Das Video könnt ihr normal nicht mehr bei YouTube finden. Ich verlinke es euch aber in die Beschreibung. Wenn ihr auf diesen Link klickt, dann könnt ihr das erste Video noch erreichen. Hier jetzt quasi nochmal ein Test, auch für alle, die es noch nicht gesehen haben, von den Leibniz-Ruby. Und am Ende sprechen wir nochmal ein bisschen über Schokoladenkuvertüre und Schokolade, denn im ersten Video habe ich da, ich sag mal, nicht wirklich die Sachen falsch beurteilt, schon Schokoladenkuvertüre und Schokolade. Es kommt auf den Standpunkt an, was man als hochwertiger betrachtet. Das schauen wir uns aber gleich an. Hier jetzt erstmal den Test davon. Hauptsächlich habe ich das Video jetzt, mache ich das Video jetzt nochmal neu, weil es beim letzten Mal einfach so viel durcheinander war und je nachdem, wie man sieht, ist es richtig oder falsch gewesen. Deswegen machen wir es jetzt hier einfach nochmal. Also, wir haben hier die Leibniz-Kekse mit Schokoladenkuvertüre 63%. Wir haben Zucker, wir haben Weizenmehlzutaten, Kakaobutter, natürlich auch Vollmilchpulver, Butter 3,7% in den Keksen und auch diverse andere Sachen. Wie Glukosesirup, Molkenerzeugnis, Lecithin, Emulgatoren, Backtriebmittel und so weiter. Klar für Kekse. Folgende Nährwerte haben wir hier unten. Und letztlich interessant, 63% die Schokoladenkuvertüre eben, das heißt, dann haben wir 37% Keks, also fast das Doppelte an Schokoladenkuvertüre. Offen waren sie natürlich schon, gucken sie uns jetzt hier nochmal an. So sehen sie aus und ich finde, dass sie optisch ein richtiges Leckerchen sind. Hier mit dieser rosa Schokoladenkuvertüre und hier diesem Balsenkeks, der mal wieder typischerweise schön knackig ist. So sieht es dann im Querschnitt aus, schön mit dem Butterkeks und der Kuvertüre. Und ich knack da jetzt mal rein. Ja. Schöner knuspriger Keks. Und die Kuvertüre hat halt diesen typischen Ruby-mäßigen, leicht säuerlichen Geschmack. Wirklich gut. Oh ja, so, müssen wir gerade mal checken, wie der Status ist. Also, ich könnte es euch halt wirklich vorstellen, wie eben diese normalen Leibniz-Kekse. Ihr kennt sie sicherlich, die sind halt richtig schön knusprig einfach. Und diese Ruby-Schokolade, ich weiß nicht, ob ihr sie schon mal pur probiert habt. Da könnt ihr auch gerne bei mir mal auf YouTube in meinen Kanal schauen. Da gibt es einige Ruby-Tests. Ich mag sie eigentlich ganz gerne. Ist jetzt aber eher so, ich sag mal, nicht so mein Favorit. Man kann sich vorstellen, wie weiße Schokolade, die leicht säuerlich und beerig schmeckt. So ungefähr in die Richtung geht das. Schmeckt ganz gut, ist interessant, sieht vor allem schön aus. Denn es ist nicht gefärbt. Die Bohne selbst macht diese Farbe, die Kakaobohne. Und apropos Kakaobohne, es gilt es mal kurz, was ich im anderen Video angesprochen habe, darüber zu sprechen, was denn jetzt hochwertiger ist, ist Kuvertüre oder Schokolade. Und jetzt kann man sich natürlich die deutsche Kakaoverordnung angucken. Das machen wir jetzt nicht ganz so extrem, könnt ihr aber gerne im Google eingeben. Und ich habe halt gesagt, dass, weil ich halt der Meinung war, und im Nachhinein ist es halt dann doch nicht ganz falsch, wie ich durch meine Recherchen rausgefunden habe, dass Schokolade die Bezeichnung hochwertiger ist als Kuvertüre. Und kam Kommentar von einem von euch, danke übrigens dafür auch, oder von zwei von euch, dass ja es irgendwie falsch ist, weil Kuvertüre höherwertig ist, weil mehr Kakaobutter drin ist. Und das stimmt, wenn man jetzt natürlich Kakaobutter betrachtet, dann ist es höherwertiger, wenn Kakaobutter das Wichtige ist, worauf man die Güte festmacht. Wenn man sagt, je mehr Kakaobutter, desto höherwertiger, dann ist Kuvertüre höherwertiger, denn die muss 31% Kakaobutter enthalten und normale Schokolade nur 18%. Aber der Geschmack kommt ja meistens auch durch die anderen Sachen und nicht durch Fette. Ihr wisst, ein reines Fett hat meistens eher einen milden Geschmack. Die Geschmacksnuancen kommen eher so durch dieses Kakaopulver zum Beispiel. Und Kakaopulver hat eher weniger Fett, verhältnismäßig, ja, oder durch Kakao. Und das nennt sich zum Beispiel auch fettfreie Kakaotrockenmasse. So nennt sich das, was jetzt quasi nicht die Kakaobutter ist.
Und da muss normale Schokolade 14% haben und Kuvertüre nur 2,5%. Wenn man jetzt also betrachtet, dass Kakaobutter das maßgebliche, sag mal, der maßgebliche Messwert ist für die Qualität, dann ist Kuvertüre höherwertiger, wenn man sagt, diese Kakaostoffe, die jetzt nicht fett sind, die auch maßgeblich den Geschmack beeinflussen, halt, denkt an das Kakaopulver, dann ist normale Schokolade höherwertiger. Ja, also je nachdem, wie man es betrachtet, ist das eine oder das andere höherwertiger. Gut, dass das angestoßen wurde durch euch. Ich habe jetzt hier nochmal drüber gesprochen. Nichtsdestotrotz sind die Dinger lecker. Ich bleibe aber lieber bei den normalen Schokodingern oder bei den grandiosen Lemon Cheesecake. Das sind die geilsten Kekse auf diesem Planeten. Und ja, guckt sie euch gerne an, die Kaufordnung, wenn ihr es wissen wollt. Ich habe sie mal ein bisschen durchgelesen. Jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn wir jetzt ein bisschen hier mehr Theorie gemacht haben als gelabert. Aber dann guckt euch gerne nochmal das erste Video an. Das ist, wie gesagt, in der Beschreibung. Und ich danke euch, wie gesagt, für eure Anregungen. Bin ich immer offen für. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich mal irgendwas falsch mache. Kommt ja auch mal vor. Ich weiß ja auch nicht alles. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.